Hallo da draußen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 4. Ja, wir haben endlich, ist immer noch derselbe Tag, an dem ich die anderen Videos aufgenommen habe, denn ich habe irgendwie das Gefühl, ich will heute weit kommen. Nach so einer langen Pause will ich weit kommen. Ich habe jetzt endlich das Ding für den Ostschaft gesammelt und ja, es geht weiter. Zumindest habe ich das Gefühl. Ich habe übrigens um 14, oder? Ich glaube, ich habe um 15 Uhr angefangen aufzunehmen. Wir haben jetzt irgendwie 19 Uhr. Dazwischen natürlich ein bisschen Pausen, aber es ist trotzdem strange. Alter, beruhig dich. So, was auch immer ich jetzt getan habe. Kann ich da jetzt runter oder ist das wie in Antarktis in Tomb Raider 3? Gucken wir einfach mal. Erst will ich diesen Hebel betätigen. Okay, da kommen jetzt Typen rein. Was passiert jetzt, wenn ich hier reingehe? Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass es dort, dass das so eine gute Idee war. Falls ich mit diesen Custom Thumbnails weitermache, ist das hier gerade ein perfekter Shot. Ich sag's euch. Oh nö! Mann! Ja, der Hebel. Erster Hebel. So, das Zeug scheint ja nicht zu töten on Impact. Deshalb, ich glaube, hier war eine Leiter. Nee. Keine Leiter. Okay. Na gut. Wenn ihr es so wollt. Ihr habt es nicht anders gewollt. Du bist tot und du tust es ihm gleich. La 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 la. Du hast nicht anders gewollt. Ich hol Schrotflinten, Muni. Nicht singen. Nicht singen. Keine gute Idee. Du brauchst die Zuschauer noch. Du willst nicht, dass sie alle tot sind. Ein paar von ihnen vielleicht. Nein, ich meinte, du willst nicht, dass irgendjemand stirbt. Nein, keine Kompromisse. Niemand darf sterben. So. Das hier ist so. Das ist dieses Orange-Teal-Farbschema, was man auch in Mainstream-Kinofilmen so gern sieht. Aber es sieht echt schön aus. Ich liebe diesen beiden Farben, wenn sie aufeinandertreffen. Heißen die Dinger komplementär? Nee. Fakt ist, die auf einer Farbpalette liegen die sich gegenüber. Was letzten Endes dazu führt, dass Gegenstände in Orange zum Beispiel auf einem Hintergrund in dieser Farbe sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und generell ergibt sich so ein interessantes Bild. Das da ist auch ein interessantes Bild. Ein Hintern, der kopflos aus dem Boden schaut, ragt. Mein Stuhl, der auseinanderbricht, ob meines Gewichts, das ich angesammelt habe, während ich versucht habe, Tomb Raider 4 zu lösen. Und Ellipsen, mit denen ich einfach so um mich werfe. Außerdem, das habe ich nämlich noch nicht probiert, auf vollem Leben dort so zu landen. Geht aber anscheinend nicht. Also schauen wir uns mal um. Habe ich das? Das war vorher schon offen, ja? Ja, Alter, war vorher schon. Voll der Noob. Das hier war vorher verschlossen, genau. Ist jetzt auch offen. Und offenbart. Ah, versteht ihr, weil offen. Ein Schalter. Jenen dort, der sich befindet, wo ich nicht weiß. Ich nicht weiß. Je ne sais pas. Why? Wo war das denn jetzt? Ich nicht verstehe. Da geht's runter. Habe ich die Bodenklappe hier? Weil das ist ja offenbar eine Bodenklappe. Oder irgendetwas muss dieses Ding auf dem Boden bedeuten. Aktivieren kann ich es nicht. Ich habe irgendein Gitter geöffnet. Ist das da drüben?
Ich glaube, das ist es nicht. Ah, doch, das kann sein. Das kann in der Tat sein. Oh, hi. Hi, Bro. Ja, lass mich kurz die Waffe wechseln. Ich bräuchte schon ein Medipack. Und ich bräuchte... Ja. Alter, One-Hit! Okay, ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe diesen Kampf tatsächlich ohne weiteren Schaden überlebt. Gott verdammt! Diese Fledermäuse, ja. Diese Abgründe, ja. Na. Laduan. Laduan. Genau, Schrotflinte. Wir greifen diesmal direkt zur Schrotflinte, denn offensichtlich erwarten uns ja um die Ecke zwei extrem böse Buben, derer wir uns entledigen müssen. What? Vielleicht auch nicht. Okay. Habe ich den Schalter etwa noch nicht umgelegt hier? Sieht doch so aus, ne? Man wird's vermuten. Gut. Wieso sind die Typen jetzt nicht hier? Weil das Gitter noch zu ist. Okay, verstehe schon. Wie habe ich das Gitter letztes Mal geöffnet? War ganz einfach. Ich glaube, das war der... Der Raum auf der gegenüberliegenden Seite, genau. Dieser... Jener dort. Sieh nur, jener Arsch. Dieser Schalter. Yay. Jetzt wird viel abgeballert. Also, liebe Kinder, packt eure Schrotflinte aus. Holt eure Schrotflinte aus dem Sportbeutel und macht mit. So, ich muss aufpassen. Kein One-Hit dieses Mal, aber er hat mich nicht getroffen. Habt ihr gesehen, wie geil ich hier so seinen Schüssen entwichen bin? Die Fledermaus! Wo ist sie? Wo ist die Fledermaus? Wo ist die Fledermaus? Wo ist die Fledermaus? Wer hat die Fledermaus geklaut? Was war das denn? Egal. Stirb, Fledermaus. Die mich erst angreift, nachdem ich dieses Gitter öffne. Wo kommst du denn her? Tschüss. Geh wieder zurück, wo auch immer du herkommst. Und auch hier wartet uns ein Fledermäuschen. Drei sogar. Ich weiß nicht, ich glaube, das mit der Schrotflinte könnte ein bisschen übertrieben sein. Aber die Dinger nerven wirklich langsam. So. Hier ist wahrscheinlich Force Damage, habe ich recht? Nee, Leiter. Leitern sind normal nie Force Damage. Ich gehe mal davon aus, dass ich irgendwie nicht auf dem Gitter landen darf. Okay. Volles Leben wieder. War doch gut, dass ich kein Medipack geholt habe. Der Tempel des Horus liegt vor uns. Ein Abenteuer, noch nie so erblickt außer in den anderen 35 Leveln, die wir jetzt hinter uns haben. Ich glaube, das ist sogar das letzte Level, kann das sein? Ich hoffe es. Ich sehe Vasen. Ich sehe... Alter, was ist das denn? Habt ihr das Ding gesehen? Strange, oder?
Wie groß warst du bitte? Ah nee, es ist doch... Es sah gerade sehr komisch aus. Das Knie sah sehr lang aus. Was liegt denn da drin? Also ich habe hier so einen Kanister, ne? Ich weiß, worauf es jetzt hinauslaufen wird. Ich habe das ja schon mal angekündigt. Es kommt definitiv so ein Rätsel mit wechselnden Wasserständen. Das ist die große Feldfläche mit 5 Litern. Wieso kommt jetzt die Musik nochmal? Ah, Moment mal. Was ich noch gar nicht gemacht habe. Diese Kisten kann man doch zerschießen, oder? Ich glaube, wir könnten jede Munition, die wir... Wieso schieße ich denn dann mit den Uzis auf Kisten? Ich glaube, wir könnten jede Munition, die wir finden, gebrauchen. Aber die Kisten sind doch nicht zerstörbar. So, also. Was ich jetzt erstmal machen möchte, ist... Ich weiß gar nicht, wie viel in welches rein soll. Ich kippe einfach mal... Das ergibt doch keinen Sinn. Guckt euch das an. Wieso ist die Feder schwerer als... Hä? Naja, 3 Liter. Dumm. Wenn ich dir jetzt 5 Liter gebe, bringt das logischerweise nichts. Oh, oh, oh. Was? Wo kommt das Ding denn? Was ist das? Ist das eine Mischung aus Krokodil und Jeff? Okay. Wenn ich jetzt 5 Liter reinmache, bringt es natürlich nichts, weil dann sind dort einfach nur... Wurde das zurückgesetzt? Jetzt kommt noch einer. Wenn die wenigstens irgendwas droppen würden, dass man hier so boosten könnte. Okay, no. Wo ist die kleine Flasche? Ach, direkt daneben, ja. Hört sich nach noch einem Gegner an. Ist aber keiner. So, was ich jetzt machen werde, ist, dass ich auf das hohe Ding 5 Liter kippe. Und doch, Lara. Das hohe Ding 5 und auf das andere nachher. Moment mal. Das... Ah, jetzt verstehe ich, wie ihr das von der Mechanik her gelöst habt. Okay. Ich glaube, wir brauchen 2 Liter. Ich weiß nicht, was mir das sagt. Und es ist auch wahrscheinlich falsch. Aber wir brauchen 2 Liter. Okay, Lara, wir brauchen nicht 2 Liter. Wie viel brauchen wir denn? Guck mal, wir haben eine mit 5, eine mit 3. Wenn ich jetzt aus der mit 5 in die mit 3 reinkippe, die ich gerade sinnloserweise gefüllt habe. Klar. Die muss ich jetzt erstmal auskippen. Also raus mit dem Zeug. Okay. Wenn ich jetzt aus der mit 5... Dann sind hier nur noch 2 Liter drin. Die Theorie wäre natürlich jetzt, wenn es mit 3 nicht geht, geht es mit 2. Also füllen wir hier einfach 2 Liter rein. Nein. Doch, Lara. 2 Liter.
Was? Hat sie das jetzt nicht gemacht oder hat sie das daneben gekippt? Ah, kipp das wieder zurück in die große Flasche. Füll die große Flasche nochmal.